Mi nombre es Felipe Antonio Ustate Pérez. Mein Name ist Felipe Antonio Ustate Pérez. Ich bin in Manantial geboren. Ich bin in Manantial aufgewachsen und ich habe Manantial, sagen wir mal, verlassen. Die Bevölkerung von Manantial war die erste, die durch die Cerrejón-Kohleförderung im April 1985 vertrieben und zerstört wurde. Muss man beachten, dass durch den Kohleabbau die Umwelt zu Schaden kommt. Unsere Wasserreserven, unsere Flüsse, Bäche und Quellen trocknen aus. Sie sind schon ausgetrocknet. Das macht für uns alles noch schlimmer, genau wie die Umweltverschmutzung. Hier in Maicao trifft uns die Verschmutzung weniger hart. Aber in Dörfern wie Albania, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, El Molino, Urumita, sammelt sich wegen der Kohleförderung in der Mine La Loma in El Zar alles an. Und das ist ein Wirbelsturm der Umweltverschmutzung. Wenn Journalisten kommen, manchmal organisiert El Cerrejón auch selbst welche, wird an dem Tag der Verschmutzungsgrad gesenkt und dann sagen sie uns, dass alles in Ordnung ist. Sie führen Messungen an der Umgebung durch und sagen, dass die Umwelt nicht belastet ist. No puedes volver. Das Wasser des Flusses Rancheria, den sie zerstören oder umleiten wollten, was durch direkte Aktionen der Bevölkerung von La Guajira verhindert wurde, dieses Wasser also ist durch Cerrejón völlig verschmutzt und nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet. Die indigenen und afrikanischen Gemeinschaften hinter Albania trinken dieses Wasser aber trotzdem, aus Not. Sie haben keine andere Möglichkeit, den Durst zu stillen, als dieses verschmutzte Wasser zu sich zu nehmen. Es mag völlig unmenschlich wirken, aber es ist die Wahrheit. Deshalb müssen wir jeden Tag zusehen, wie unsere Kinder sterben. Die Indigenen aus La Guajira, die am stärksten betroffen sind. Selbst wenn der kolumbianische Staat oder das öffentliche Gesundheitswesen von La Guajira das leugnen, sieht die Realität so aus, dass wir täglich Kinder begraben, die unzureichend ernährt sind, weil das Wasser, das wir jeden Tag konsumieren, verunreinigt ist. Despiertas. Lassen Sie mich Ihnen eine Zahl geben. Von den 15 Gemeinden im Bezirk La Guajira hat nicht eine einzige trinkbares Wasser. Alles an Wasser, das wir in diesen Gemeinden verbrauchen, müssen wir abkochen. Und zusätzlich zum Abkochen müssten wir es extrem gut abdecken, um eine Verschmutzung zu vermeiden. Es ist also gar nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Aber die Leute im Dorf trinken es. Diejenigen, die es sich leisten können, einen Kanister Trinkwasser, in Anführungszeichen, zu kaufen, tun das. Oder einen kleinen Beutel oder eine Flasche Wasser, das man trinken kann, um weniger von der Verschmutzung abzubekommen. Aber wir benutzen dieses Wasser zum Waschen und Duschen und so kommen wir trotzdem damit in Berührung. Deshalb belasten uns auch die Viren, Mikroben, Bakterien und alles andere. Also sind wir auch Opfer dieser Verschmutzung, weil einfach ein System fehlt, das für menschliches Leben geeignet ist. Anders gesagt, hat die Kohle für La Guajira sehr wenig Nutzen gebracht. Für Maicao zum Beispiel waren tiefe Brunnen geplant. Vor ungefähr 5 Jahren wurden 2 Brunnen gebaut. Das sollte sozusagen das Allheilmittel für Maicao sein, damit wir 24 Stunden am Tag Wasser haben. Es hat sich dann herausgestellt, dass in Guajira die Grundwasserleiter ausgetrocknet sind. Es gibt kein Wasser. Also haben sie so getan, als würden sie mehr als 1000 Meter tiefe Brunnen bauen, nur um der Regierung das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oder aber die Regierung selbst hat ein paar Auftragnehmern Geld dafür gegeben, dass sie rein gar nichts tun. Aber die Menschen verdursten. Sie trinken Wasser, das man nicht trinken kann, Brackwasser, das so schwer ist, dass man nach 2 oder 3 Minuten auf die Toilette muss, weil der Magen es nicht aushält. Despiertas. Para Alemania y para el mundo, sobre todo todas estas empresas que están consumiendo
Nun, für Deutschland und für die ganze Welt, besonders für all die Unternehmen, die Kohle von Cerrejón kaufen. Ich kann Ihnen sagen, dass das eine blutige Kohle ist. Daran klebt das Blut von Menschen, die versucht haben zu leben, zu überleben. El tiempo no alcanza, la ley te reclama.